Irgendwie hat auch so ein bisschen der Plan gefehlt, hatte ich das Gefühl. Also gefühlt ist es langer Ball auf Pop und dann mal schauen, was passiert. Sie wird ihn schon reinköpfen und mir fehlt da so ein bisschen der Spielfluss, der Spielwitz. Und ja, man hat die Unsicherheit gemerkt und es hat sich über das ganze Spiel erstreckt. Und ja, deshalb war ich sehr enttäuscht von der Leistung. Die Frage ist halt für mich jetzt persönlich, ob es flexibel genug war, auf alles auf Pop zu setzen. So hat es für mich gewirkt, jetzt die drei Spiele. Und da ist halt die Frage, ob man Martina Voss-Tecklenburg dann auch sagen kann, okay, war das Spiel nicht zu variabel, taktisch dann nicht gut genug oder liegt es eben auch an der Version der Spielerin? Es ist, glaube ich, eine Mischung, würde ich sagen, aus den Spielerinnen, die natürlich es auf den Platz bringen müssen, aber eben auch der Taktik, die für mich eben zu eingefahren war, eben alles auf Pop zu setzen und nur auf die Flanken zu setzen, weil ich denke, die spielerische Qualität wäre da gewesen, um mehr Lösungen aufzeigen zu können.